weh, nicht schon wieder der. Irgendwie hat er Nimmersatt aus den USA spitz gekriegt. Es gibt eine fünfte Jahreszeit in München, die Wiesn. Also düst Furious Pete mal eben nach Germany und verschluckt eine bayerische Spezialität nach der anderen. Das ist grausam. Das Oktoberfest hat schon viel Seltsames erlebt. Doch so wie Pete hat auf dem größten Volksfest der Welt noch niemand gegessen. Also geschlungen. Das fällt so schnell wie das Essen in meiner Kehle. Essen ohne zu kauen. Wie geht das? Und wie schmeckt es Furious zu Deutsch? Dem zornigen Pete? Wir sind hier auf dem Oktoberfest. Ich erwarte viel Bier und ganz viel Essen. Ich muss meinen Mund dehnen, damit alles reinpasst. Hier habe ich Hotdog-Würstchen. Mal sehen, wie viele hineinpassen. Und los. Der Kanadier zählt zu den weltbesten Profi-Essern und ist in Amerika ein gefeierter Star. 30 Weltrekorde im Wettessen gehen auf sein Konto. 13 Würstchen passen locker in seinen Mund. Mit gut gedehnten Lippen und ganz viel Hunger ist das Großmaul startklar für die Wiesn-Gaudi. Er will Rekorde brechen. 12 Uhr Samstagmittag. Zurück in meinem Lieblingsland. Wir sind in München. Mein erstes Mal auf dem Oktoberfest. Ich kann es kaum erwarten, hier all die verrückten Leute zu treffen. Crazy Essen dazu. Lasst uns Spaß haben. Bereits nach wenigen Sekunden hinter dem Haupteingang erkennen ihn seine deutschen Fans. Was wirst du heute essen? Das weiß ich noch nicht. Du kannst ganz schön viel essen. Bei seinem ersten Deutschlandbesuch vor einem Jahr schockierte Pete deutsche Wettesser. Damals verdrückte er knapp 3 Kilo Schnitzel und Pommes in 15 Minuten und 5 Kilo Burger in einer Stunde. Die Fans sahen Petes erste Deutschlandtour bei Kabel 1. Yeah, what do you recommend? Welches Essen empfiehlst du mir? Chicken, auf Deutsch Händel. Oder Haxen, ja. Haxen kenne ich schon, ich will was Neues. Ja, dann Händel. Essen bis an die Schmerzgrenze. Ist das in Deutschland strafbar? Pete fragt bei einem Polizisten nach. Hey, ich habe eine Frage an Sie. Sprechen Sie Englisch? Werde ich verhaftet, wenn ich zu viel esse? No? Are you sure? Dann kann ich ja loslegen. Auf der Suche nach Essbarem zieht ein XXL-Wurststand Pete's Aufmerksamkeit auf sich. Ein halber Meter Bratwurst im Baguette. Das ist es doch. Gutes deutsches Essen. Pete's Vorführung kann beginnen. Okay, Zeit zu essen. Der deutsche Hotdog scheint Pete zu schmecken. Nur Zwiebeln und Gurken fehlen. Egal, rein damit. Mit 30 Bissen stopft Furious Pete die halbe Meterwurst in seinen Mund. Er muss die Brocken nur noch herunterschlucken. Das Essen gleitet unzerkaut durch seine Speiseröhre in den Magen hinein. So gut, Oktoberfest. Gutes Essen, schöne Mädels. Nice ladies. Pete's Wiesn-Rekord Nummer 1 ist geschafft. Sein Talent beweist Pete vor wenigen Monaten bei einem Guinness-Weltrekord. In knapp 7 Minuten verspeist der Profi-Esser über 2,5 Kilo Steak. Zurück zum Oktoberfest. Das ist wie das Paradies auf Erden hier. Hübsche Frauen, leckeres Essen, hervorragendes Bier. Das ist unglaublich. This is amazing. Der durchtrainierte Athlet ist in erster Linie daran interessiert, seinen Magen voll zu stopfen. Das sättigt mich nicht, davon muss ich brechen. Warum schaue ich mir das überhaupt an? Wegen Überfüllung sind an diesem Wochenende die Bierzelte um diese Zeit geschlossen. Gibt es Food auf der Schaustellerstraße? Wisst ihr, wo ich gutes deutsches Essen bekomme? German food to eat. Yeah. Where do I go? There. What is Magenbrot? Gingerbread. Oh, gingerbread.
I want the nuts. Ich will lieber Mandeln für 3 Euro kaufen. Get a mandolin for 3 Euro? Yeah. Thank you. Mandeln sind klein. Wozu also kauen? Das ist grausam. Also sowas habe ich noch nie gesehen. 200 Gramm Mandeln in 11 Sekunden. Rekord Nummer 2. Ich habe das Talent, unglaubliche Mengen an Essen zu schlucken, ohne dabei zu würgen. Ich kann es halt. Gerade habe ich eine Tüte Nüsse verschluckt. Na und? Ich will mehr essen. Ohne Würgereiz wandern große Essbrocken unzerkaut durch die Speiseröhre. Das zweite Phänomen ist Piets Magen. Er kann 6-mal mehr aufnehmen als der eines durchschnittlichen Erwachsenen. What does this mean? Was heißt das? This means... Also etwa wie, ich liebe das Bier. Toll, ich nehme eins. Lebkuchenherzen sind Souvenirs und nicht zum Essen gedacht. Sie sind extrem trocken und hart. Piet merkt es erst beim Reinbeißen. Den Rest hebt er sich lieber als Proviant auf, für später. Der Tag wird noch lang. Zumindest gibt Zucker einen Energieschub. Und Zucker macht auch durstig. Zeit für eine Massbier. Nur wo? Wisst ihr, wo es das beste Bier gibt? Oprah? Ihr sagt ja alle was anderes. Sind sie alle gut? Nach einer Mass in einem Biergarten will Piet zeigen, wie gut er im Schießen ist. Schließlich war der Kanadier bereits auf einer Grizzly-Jagd. Serious Piet in the house. Kann ich als Preis auch Essen bekommen? Kein Essen? Warum nicht? Ich habe Hunger. Danke, ist für dich. Kann ich dein Herz gewinnen? Sind alle für dich. Vielleicht hätte Prince Charming in einer Lederhose mehr Chancen bei den Damen. Dreh deinen Kopf etwas seitlich, nach links. $600,000 Besucher strömen an diesem Tag auf die Wiesen. Auch um 15 Uhr sind die Bierzelte wegen Überfüllung geschlossen. Piet begnügt sich mit kleinen Leckereien. Kann ich noch einen haben? Piets Weltrekord liegt bei 18 Bananen in 2 Minuten. 2 bayerische Schokobananen schafft er in 12 Sekunden. Wiesenrekord Nummer 3. Piets Essmanieren verblüffen, doch er selbst ist von einigen Eigenarten der Bayern erschüttert. In dem Pissoir schaut man sich beim Pinkeln in die Augen. Undenkbar in Amerika. Piet braucht jetzt dringend eine warme Mahlzeit. Wisst ihr, wo ich was Gutes zu essen bekomme? Okay, ich muss schnell los. 3, 2, 1, go! Auf dem Weg zur Würzbudenstraße verschluckt Piet schnell noch ein großes Sahneeis in 10 Sekunden. Wiesenrekord Nummer 4. Bis Vertrauen! Piet ist ein schlechtes Vorbild. Bitte nicht nachmachen. Ich habe noch nie gesehen, dass du so schnell ein Eis essen kannst. Ja, kommt wahrscheinlich nicht aus Bayern. Der ist auch kein Genussmensch. Der genießt das bayerische Leben nicht. Nur
wenige Profiesser trauen sich an Eiscreme ran. 2 Kilo der Süßspeise in 3 Minuten können das Gehirn einfrieren. Hey du, ich kenne dich vom Fernsehen. Du bist hier mit den Hot Dogs. Du isst doch immer so viel. Ja, man, that's me. Hey, man, what's up? Nice to meet you. I keep on eating. Yeah, I will. Ich liebe Froschschenkel. Kann ich einen essen? Warum nicht? Sind doch auch Frösche. Nicht zum Essen? Schade. Nice. Thank you. Schönen Dank. It's like, what is this? Was soll's? Ein Plastikfisch. Oh. 17 Uhr heißt auf der Wiesn Schichtwechsel. Neue Gäste dürfen in die Zelte rein. Hey, excuse me. Entschuldige bitte. You know, weißt du, wo ich hier some, gutes Essen bekomme? Food? Food? You know, could... right. We're just asking. Was willst du? Ich brauche dringend etwas typisch Deutsches. Beer tents? Ja. Yeah. What do you recommend ordering? What should I order? Chicken? I love chicken. All right, thank you. Pete bekommt noch einen Tipp. Das Augustinerzelt hat seine Tore geöffnet. Right, finally. Schön, endlich habe ich ein tolles Bierzelt gefunden. This is Augustina, bro. Let's have a look. Come on. Mal sehen, was drin ist. Also, Wahnsinn. Schau dir die Leute an. Hier gibt's alles, was ich brauche. In einer Seitenbox findet Pete noch einen Sitzplatz. Hey, is anyone sitting here? Sitzt hier jemand? No one sitting here? Macht's dir was aus, wenn ich mich dazu setze? Oh. Nett, dich kennenzulernen. Peter. Denise, nice to meet you. Pete's Bestellung klingt nach einer Einladung zum Essen. Can we get two Wiesn Händel? Yeah. And two beer? Yeah. Thank you. In einer Minute ist das Essen da. Weltrekordverdächtig. Muss man nicht die Maße am Tisch absetzen? Nochmal. Frisches Fassbier und Händelduft scheinen Good Vibrations auszustrahlen. Doch dann kommen Hanni, Susi und Silke. Die drei Damen aus dem Allgäu übernehmen das Kommando. Ihnen gefällt, wie der smarte Guy aus Toronto ihnen aus der Hand frisst. Eine große Salzgurke verschluckt Pete in 5 Sekunden. 5. Wiesn-Bestzeit. Ich werde jetzt meinen Händel essen. Okay? Ich habe Hunger. Ich esse es mit den Händen. Es ist schneller. Pete verbrennt sich am heißen Händelwürstchen seine Zunge. Das kostet Zeit. Wie man Hühnerknochen schnell vom Fleisch befreit, hat Pete geübt. Er will demnächst an den amerikanischen Chicken Wings Meisterschaften in Buffalo teilnehmen. Im US-Staat New York müsste Pete über 3,5 Kilogramm Hühnchenflügel in 12 Minuten essen, um den Weltrekord von Joey Chestnut zu brechen. Das zweite halbe Händel ist scheinbar nicht so heiß. Das war wohl nichts mit der Einladung zum Essen. Die Damen gehen leer aus. Und was war insofern, weil er hat ja auch nur eine sportliche Figur. Wir würden Geld dafür geben. Wiesn-Rekord Nummer 6. 2 halbe Händel in 39 Sekunden. Sorry, verrat mir doch bitte mal, wie du so schnell isst. Ich bin einfach verrückt. Pete ist noch lange nicht satt. Denise will Pete ihre Wiesn zeigen. Was hat das Oktoberfest noch zu bieten? Wie wär's mit Riesenauszogenen? Das bayerische Süßgebäck verschwindet in 9 Sekunden in Pietz Maul. Wiesn-Rekord Nummer 7.
Oktoberfest was great. Oktoberfest ist great der Hammer. Beer, tolles Bier, tolle women, Frauen, tolles food. Essen. Oktoberfest, Germany, you rule. Wir treffen Peter am späten Abend wieder. Zwischenzeitlich hat er eine Haxe, ein Jausenbrettel mit Würsten und Käse und einen Schweinebraten mit 5 Knödeln gegessen und dazu noch 3 Maß Bier. Etwas angetrunken traut er sich doch noch auf ein Karussell. Wie sein Magen die Drehung im Kopf über überstanden hat, bleibt sein Geheimnis.